Roguelike Games erleben in letzter Zeit ja einen wahnsinnigen Hype. Alleine wenn ich nach dem Wort Dungeon in meiner Steam-Bibliothek filtere, tauchen 11 Spiele auf, von denen fast alle den Anspruch haben, ein Roguelike zu sein. Darkest Dungeon, Crest of Dungeon, Legend of Dungeon. Allerdings kenne ich kaum einen Shooter, der dieses Konzept aufgreift. Von daher, Rogue Shooter, The FPS, Roguelike, gerne, her damit. Das Gameplay ist äußerst simpel und erinnert stellenweise an alte Spiele wie Duke Nukem oder Hexen. Linksklick schießen, Rechtsklick treten. Mit den Zahlentasten schmeißt man im Inventar zugewiesene Items wie Turrets oder unterschiedliche Granaten. Mausbewegung gibt es nur horizontal, vertikal gibt es schlicht nicht. Kurz, simpel. Kein Springen, Kriechen oder Sprinten, einfach laufen und ballern und treten, was das Zeug hält. Fürs Besiegen gibt's XP, die zum Level abführen und Skillpunkte freischalten, mit denen man zum Beispiel sein Inventar oder die Radarreichweite erweitern kann. Außerdem gibt's sogenannte Intels, die nach dem Alter Ego-Tod gezählt werden und für Upgrades wie erhöhten Schaden oder Gesundheit benutzt werden können. Das Inventar wird hauptsächlich mit Waffen gefüllt, die unterschiedliche Munitionsarten benötigen. Hin und wieder findet man aber auch Items mit dem Label Science, die man untereinander kombinieren kann. Je nach Skill erhält man zufällige Items wie Munition oder andere Konsumartikel. Alle drei Missionen gelangt man in den sogenannten Safe Room, in dem man sich an Verkaufsautomaten wie in Bioshock oder Borderlands neu ausrüsten kann. Gegen Geldcredits gibt es unter anderem Gesundheit, Munition, Tools oder Rationen. Letztere beiden findet man auch in den Missionen und die Tools werden dringend benötigt, um beschädigte Ausrüstung zu reparieren oder Items aufzuwerten. Und das war's auch schon, was das Gameplay betrifft. Keine komplexe große Sache, die stunden- oder gar tagelanges Einarbeiten erfordert. Die Langzeitmotivation besteht hier also nicht aus dem Erlernen von komplexen Mechaniken, sondern durch das sinnvolle Haushalten mit Munition und anderen Items, sowie natürlich die Shooter-Skills, die hauptsächlich aufs Movement beschränkt werden, da nur horizontal gezielt werden muss. Grafisch, ja. Grafisch ist das Spiel äußerst detailarm, aber für die Sorte gerade noch zweckmäßig. Trotzdem würde ich mir für so ein Spiel eine etwas schickere Grafik wünschen. Nur weil ein Spiel Roguelike ist, muss es nicht beschissen aussehen, sondern darf auch ruhig was hermachen. Aber die Kapazitäten der Indie-Entwickler sind natürlich begrenzt. Ein anderes Spiel, was aber gleichzeitig eine äußerst schicke 2D-Grafik und ein schönes User-Interface vorzeigt, ist zum Beispiel Darkest Dungeon. Es ist also durchaus Potenzial da. Der Sound ist ebenfalls gerade einmal zweckdienlich. Eingängige Tracks und abgefahrene Beats, wie man sie zum Beispiel aus einem Hotline Miami kennt, oder Industrial Synthy-Klänge eines FTL, Faster Than Light, fehlen hier. Und die zwei genannten Spiele zeigen, dass gute Musik auch in Indie-Spielen möglich ist. Im Großen und Ganzen ist Rogue Shooter also ein nettes Roguelike zum Zeitvertreib und spornt allerdings bei weitem nicht so an wie ein FTL, das in etwa 65 Stunden auf meinem Spielzeitkonto hat. Ein Wert, den Rogue Shooter vermutlich nicht erreichen wird. Wer aber experimentierfreudig ist und gerne neue Sachen ausprobiert, empfehle ich das Spiel. Wer aber nur begrenzt Zeit und eine sowieso überfüllte Steam-Bibliothek hat und sich von einem Roguelike-FPS nicht stark angesprochen fühlt, sollte sich hier vielleicht in Verzicht üben.